Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. In der heutigen Folge bauen wir uns ein Möbelstück, und zwar eine Garderobe fürs Schlafzimmer. Wie ich das mache, was ich genau hier für Material verwende, das seht ihr gleich in den folgenden Minuten. Also, legen wir los mit dem Zuschnitt. Das ist jetzt der Korpus, die werden wir jetzt miteinander verbinden. Was für eine Verbindung? Ich glaube, ich mache das mit Pocket Holes. Dübeln könnte man natürlich auch. Flachdübel könnte man jetzt auch nehmen, aber ich weiß nicht, wie stabil das nachher ist. Das hier ist auch eins der Maschinen, die ich sehr, sehr selten nutze. Wobei ich sagen muss, es funktioniert wirklich super damit. Warum ich das bisher nicht so oft genutzt habe, weiß ich selber nicht. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, dann legen wir uns das hier erstmal zusammen. 5 cm. Ziehen wir hier auf beiden Brettern unsere Linie. So. Fräser. Ich glaube, ich nehme mal ein Brett davor, lege es hier an. Die Linie, die habe ich jetzt auch an die Kante übertragen, damit ich das gleich nochmal, wenn ich die Maschine ansetze, dass ich das sehen kann. Ich meine, je genauer man arbeitet, desto besser ist es, desto einfacher ist es nachher. Genau. So sollte es nämlich sein. Ein bisschen Überstand soll es haben, das kann man nämlich nachher schön bündig schleifen, das ist überhaupt kein Problem. Lieber so, als wie wenn es andersrum wäre. Und Anschlag hin. So, dann können wir hier unsere Fräsung hinmachen. So, dann setzen wir mal kurz die Dübel mal rein und kontrollieren, ob das so richtig ist. So, hier passt es. Das wäre der Bodenbereich, da haben wir unsere Dübel drin, Fräsungen drin, das ist schon mal gut. Und machen dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Und dann bleibt uns nur noch das mittlere Stück übrig. Ich habe das jetzt mal provisorisch zusammengesteckt. Es passt wunderbar, so wie ich es haben wollte. Auch der Winkel, der stimmt auch an allen Ecken, Kanten. Das kann man jetzt erstmal so lassen. Wir werden aber Bohrungen setzen müssen, und zwar 25 mm Bohrungen, zwei Stück, ja, so ein bisschen quer. Und das soll natürlich auch unten in die Bodenplatte rein, also parallel. Das heißt, ich zeige es euch jetzt mal so. Na komm, so ungefähr. Damit das aber auch wirklich unten gleich ist, werden wir die zwei Bretter übereinander legen und dann durchbohren. Die tun wir erstmal auf Seite.
So. Legen wir das genau andersrum. Dann nehmen wir uns hier den Baumax, den 25 mm. Den einen machen wir hier hin. Die eine Stange machen wir jetzt hier hin, die andere hier hin. Dass er so ein bisschen eine leichte Schräge bekommt. Das obere Brett wird ja durchgebohrt. Das ist jetzt hier das. Und das untere Brett, das wird nämlich nicht durchgebohrt. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir den, bis wohin wir eigentlich bohren dürfen. 28 mm. Ah, nein, 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 nein. Du hast jetzt nicht wirklich. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh. Mann, ey. Ups. Wenn ich das so haben will, das passt irgendwie nicht. Das verläuft so, die untere Platte verläuft jetzt so, weil ich das ja unbedingt so haben wollte. Jetzt muss ich das aber drehen. Ja, das bedeutet, ich müsste die Löcher hier durchbohren, was ich eigentlich nicht wollte. Immer wieder derselbe Fehler, ey. Schleifer los. Ey, das ist jetzt kein Scherz, oder? Hä? Was ist denn jetzt los? Ey, der Schleifer funktioniert nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Das kann nicht dein Ernst sein. Ah. So, es ist Montag. Gestern habe ich die Platten von Hand geschliffen. Wir wollen uns ja jetzt nicht irgendwie bremsen lassen, weil der Schleifer jetzt irgendwie kaputt ist. Der wurde allerdings abgeholt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis er repariert wird und hoffentlich demnächst wieder hier in meiner Werkstatt einsetzbar ist. Für die Verbindung nehme ich mir ein paar Flachdübel und Leim. Bereite jetzt mal die Korpuszwingen vor und dann kann es weitergehen. Hier können wir jetzt das Ganze etwas hin und her bewegen. Na komm, ey. So, rein mit dir. So. Thank you.
einmal nochmal drüber führen. Ah, oh, fuck. Das dürfte jetzt erstmal halten. Ich hoffe doch nur, dass wir überall im Winkel sind. Dass ich da jetzt nichts... Exakt, perfekt. Ja, super. Total geil. Wir lassen das Ganze jetzt für eine Stunde, circa Stunde, zwei Stunden, lassen wir das erstmal den Leim aushärten. Und später werden wir das Ganze nochmal von Hand schleifen. Ich mache jetzt erstmal eine Kaffeepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt nehme ich mir hier den Handschleifer und fange an, fleißig zu schleifen. Okay, dann mal los. Loch treffen. Und dann am besten ein Stückchen durch. Das sind knapp 1 Zentimeter, 1,5 unter dem Boden. Und damit ist das auch ordentlich stabilisiert. So, jetzt habe ich mir aus einer Dübelstange solche kleinen Stücke, also 5 cm Stücke zugeschnitten. Die sind 10 mm dick. Die werden wir jetzt an die Stangen befestigen. Erstmal minimal gerade reinbohren. Und dann nach oben neigen. Das Möbelstück ist fertig. Ich mache jetzt Feierabend, werde das gleich nochmal kurz im Zimmer aufstellen und am Ende bekommt ihr auf jeden Fall ein paar schöne Bilder dazu. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.